Christian, welches Thema nehmen wir uns heute vor? Spannendes Thema, wichtiges Thema, die Hintergrundgestaltung. Hintergrundgestaltung, manche Leute haben einen Gummibaum, andere haben einen echten Picasso. Was hast du bei dir im Hintergrund? Die berühmte Palme, die einem aus dem Kopf hinten herausragt, herauswächst. Ja, ich würde sagen, ihr seht gerade hier, haben wir einen Hintergrund, der ist sehr schlicht, sehr einfach. Und aber viel meinen, nein, man muss ein bisschen was Schmückendes machen. Deswegen, Christian, lass uns doch das auch mal probieren. Bist du bereit? Wir machen mal ein bisschen Spannung im Hintergrund. Ne? Okay, wir legen los. Christian, was sagst du? Dreh dich mal um. Ja. Nettes Bild, nette Pflanze. Ja, also kann man machen. Aber zusammen vielleicht doch ein bisschen überladen. Ja, also deswegen, ich würde auch sagen, manchmal ist es einfach zu viel. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Deswegen lass uns nochmal neutral. Machen wir nochmal. Ja, mach mal. Es sieht einfach neutraler aus. Es sieht aufgeräumter aus. Ein kleines Pflänzchen kann man natürlich mal hinsetzen. Bisschen als Vordergrund machen. Ich habe mir bei meinen ersten Videos echt einen Kopf gemacht. Was für einen Hintergrund bringe ich ein? Was möchte ich vielleicht auch von meiner Persönlichkeit mit einbringen oder aus meiner Profession? Irgendwann bin ich drauf gekommen, Stichwort ist reduzieren. Reduzieren schafft auch weniger Neugierde nach dem Motto, was ist denn das für ein Bild? Ist das ein Original oder ist die Pflanze wirklich echt? Oder? Genau, denn es geht um die Inhalte, die wir in dem Video rüberbringen. Wir wollen Nutzen stiften. Deswegen der Tipp generell, bleibt einfach, bleibt neutral und es gibt wenig Schwierigkeiten, denn ihr oder in dem Fall du, wir stehen im Mittelpunkt. Es geht um uns, nicht um den Hintergrund. Genau darum geht's. Und wenn weitere Fragen auftauchen, postet, schreibt in die Kommentare, nehmt Kontakt auf. Es gibt ja auch Button zum Antworten und dann werden wir Stellung nehmen. Bis bald. Ciao.